Ein paar Ballons fehlen uns noch hier in der letzten geheimen Welt von Diddy Kong Racing. Und damit herzlich willkommen zurück hier im Future Funland. Wir wurden beim letzten Versuch ein paar Mal geärgert. Und zwar haben wir die Mondkatakomben, genau gesagt das Silbermünzenrennen in den Mondkatakomben, nicht abschließen können. Und das werden wir jetzt mal ändern. Wir sind mit Diddy unterwegs. Beim letzten Mal mit Drumstick haben wir zwar zu Beginn des Parts gute Erfolge einfahren können, weil der Typ einfach wahnsinnig schnell ist und in Sachen Top Speed, glaube ich, von keinem überboten wird. Die einzige Sache war nur dann, dass hier diese Strecke extrem kurvig ist und man für die Münzen den ein oder anderen Umweg fahren muss. Und da ist es dann mit dem werten Hahn fast unmöglich gewesen, überhaupt mal alle Münzen einzusammeln. Und dann waren wir, wenn wir es geschafft haben, dann noch irgendwo auf Platz 7 oder 8. Deswegen sind wir jetzt mit Diddy unterwegs. Und hier klappt das jetzt schon um einiges besser, auch wenn wir hier jetzt schon, ich glaube, 2 Münzen verpasst haben. Aber wir haben ja noch ein wenig Zeit, diese einzusammeln. Hier die nächste Münze auch verpasst. Aber es geht hier auch darum, nicht den Anschluss zu verlieren. Wir haben nämlich immer bei dieser Strecke das Problem gehabt, dass die anderen Fahrer oder meistens ein bis zwei Fahrer im Spitzenfeld schon so weit vorne waren, dass die schon gar nicht mehr einzuholen waren. Und jetzt müssen wir das mal ein wenig anders angehen. Hier, und ich glaube, die 2 Münzen bei den Loopings fehlen uns noch. Dann haben wir hier bei den Mondkatakomben auch alle eingesammelt und wir sind momentan auf dem ersten Platz. Also für diese Strecke hier ist Diddy wie geschaffen. Wenn wir hier jetzt die Münzen noch gut einsammeln können und uns nichts Gröberes passiert, kann es sogar sein, dass wir hier die Strecke schon beim ersten Versuch schaffen. Leider nicht. Wieder mal direkt vom Looping, wie ich gerade noch einlenken wollte, abgeschossen worden. Aber wir sind gerade noch Erster. Das heißt, wir müssen jetzt unbedingt darauf achten, die allerletzte Münze vor dem zweiten Looping einzusammeln. Und dann sollten wir natürlich auch noch als Erster durchs Ziel fahren. Das ist jetzt mal so der Plan, wie wir die Sache angehen. Und jetzt haben wir, wen wundert's, allen Ernstes mit Drumstick zu tun, der uns hier jetzt überholen will, was wir natürlich nicht zulassen. Uns fehlen also in der Rückrunde dem Silvercoin-Rennen im Future Funland jetzt noch 3 goldene Ballons. Und dann gibt es noch das Trophy Race. Jetzt hier darauf achten, dass wir die Münze einsammeln. Das haben wir gut geschafft. Und jetzt nur mal ins Ziel. Ich glaube, es gibt nämlich gar keine Battle Stage bei dieser Welt. Das größte Battle wird dann noch sein, gegen Whispig nochmal zu fahren. Aber dazu später mehr. Hier ohne Probleme Ballon Nummer 45 eingesammelt und so machen wir gleich weiter. Jetzt geht's ab in den Raumhafen Alpha. Und da haben wir natürlich wieder mal keine Ahnung, wo die ganzen Münzen versteckt sind. Das ist auch eine sehr weitläufige Strecke. Ich hoffe, sie sind nicht allzu blöd versteckt. Weil sonst kann es Probleme geben. Na, hier müssen wir schon weit von der Ideallinie weg die Münze einsammeln. Aber wir lassen uns mal überraschen. Hier habe ich jetzt keine gesehen bei diesem doch sehr offenen Areal. Ah, hier ist noch eine. Das ist sehr gut. Ah, die Münzen sind zum Teil wenigstens relativ schön auf der Streckenmitte. So, hier wird es jetzt wieder interessant. Hier haben wir eine hier unten und eine ist rechts oben. Die werden wir uns in der nächsten Runde holen. Und dann fehlen uns aber noch 2. Weil wir jetzt hier schon relativ am Ende der Runde sind. Nummer 1 hier vorbeigeflogen. Vielleicht ist die letzte noch hier. Irgendwo. Nein. Eine Münze haben wir also irgendwo übersehen. Schauen wir jetzt mal ganz genau drauf. Also hier in der Kurve haben wir die eine eingesammelt. Vielleicht ist die doch hier irgendwo.
sie bis jetzt nicht gesehen. Also zwei Münzen weiß ich definitiv, wo die sind. Eine kommt jetzt hier rechts oben bei diesem offenen Areal. Vielleicht ist auch hier noch eine dritte irgendwo versteckt. Ja, die haben wir mal. Gibt es hier noch irgendwo eine Münze? Ach, hier ganz oben ist die. Dann müssen wir uns die wohl oder übel in der dritten Runde holen. Schwer zu finden, diese Münzen hier bei dieser Welt. Und was ist da los? Ich sehe gerade auf der Karte, dass ein Spieler... Ich weiß nicht, ich glaube, das ist... Ist das Banjo? Oder Timber? Schon extrem weit vorne ist. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Das ist eben die Sache, dass sich immer ein Spieler unbemerkt total an die Spitze des Fahrerfelds begibt und dann irgendwie nicht mehr einzuholen ist. Wir werden uns jetzt trotzdem aber nochmal die letzte Münze schnappen, damit wir hier mal alle gehabt haben. Und dann können wir, soll es so sein, beim nächsten Versuch. Ja, wir brauchen definitiv einen nächsten Versuch. Wir wissen jetzt wenigstens, wo alle Münzen sind, hier im Raumhafen Alpha. Und diesen Vorteil können wir ja dazu nutzen, dass wir jetzt hier gewinnen, würde ich sagen. Wobei der Versuch war jetzt, der Anfang war jetzt extrem schlecht. Ich glaube, wir werden gleich mal neu starten. Das hat sonst nämlich überhaupt keinen Sinn. Es ist relativ schwierig, hier immer perfekt um alle Kurven zu kommen. Weil die Entwickler haben die Münzen ja hier wirklich extrem dämlich platziert. Also damit bin ich ja überhaupt nicht zufrieden. So, hier war jetzt in der Mitte genau über dieser Plattform eine Münze. Beim offenen Areal links unten und rechts oben. Vielleicht schnappen wir uns gleich beide, jawohl. Und dann fehlt uns hier jetzt noch ganz oben eine, wobei man hier extrem aufpassen muss, dass man nicht von den Laserkanonen getroffen wird. Aber wir haben jetzt in der ersten Runde bereits alle Münzen eingesammelt. Und hier ist Timber, der Übeltäter, der vorher beim letzten Versuch so weit vorne war. Aber er ist jetzt sogar noch nicht mal an erster Stelle. Denn es ist diesmal Pipsi, die das Fahrerfeld anführt. Aber das werden wir gleich mal ändern. Die Rakete hat sie wieder nicht getroffen. Aber hier an dieser Stelle verlieren die Computergegner lustigerweise immer einiges an Geschwindigkeit. Da kann man sie relativ schnell und leicht mal überholen. Hier bleiben wir eher tief und holen uns lieber hier das Turbofeld. Ah, Drumstick ist auch wieder mit von der Partie. Wir sind aber erst in der zweiten Runde, also wir haben noch ein wenig Zeit. Schnappen wir uns hier... Ah, Pipsi schnappt sich den Turboballon. Und das Mäuschen ist jetzt in der dritten Runde zu Beginn in Führung. Das haben wir natürlich gar nicht gern. Nehmen wir uns hier lieber mal die Superrakete, damit wir die gute abschießen können, wenn sie wieder vorne ist. Und hier wieder an derselben Stelle die Rakete verschossen. Aber hier ist sie jetzt wenigstens ein wenig stecken geblieben. An unserer Lieblingsstelle, die man eigentlich so schön durchfliegen kann, wenn man nur von etwas weiter oben hineinfliegt. Oh, hier jetzt leider abgeschossen worden und Pipsi ist schon wieder da. Das darf jetzt aber nicht wahr sein. Wenn wir hier jetzt verlieren, jetzt ist sogar Drumstick vor uns. Wie kann das sein? Ich weiß nicht, wie wir das noch schaffen können. Ganz knapp. Jetzt wissen wir wenigstens, wo alle Münzen sind hier im Spaceport Alpha, und diesen Vorteil werden wir natürlich dazu nutzen, jetzt unseren Goldballon zu gewinnen. Hier verliert man zwar immer extrem viel, wenn man so weit von der Ideallinie wegfliegen muss, aber hier an dieser Stelle kann man, wenn man es geschickt anstellt, viel Zeit gut machen. Okay, dieser Versuch war jetzt nicht perfekt, aber auch nicht zu schlecht. So, hier im offenen Areal. Einmal hier links unten und dann rechts oben. Und eine Münze ist noch hier ganz oben bei der Durchfahrt. Wobei man hier extrem darauf achten muss, nicht von den Laserkanonen getroffen zu werden. Und uns fehlen noch zwei Münzen. Ich glaube, wir haben sogar eine übersehen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, welche das ist.
Also unser Ziel in der ersten Runde schon mal alle Münzen einzusammeln, haben wir schon mal verfehlt. Aber das Rennen ist ja noch nicht vorbei. Hier vielleicht bei der Durchfahrt? Ja. Hier diese Münze haben wir noch nicht. Und die haben wir auch beim Rundendurchgang 2 nicht bekommen. Das heißt, bei der letzten Runde muss es jetzt diese Münze geben und wir müssen in Führung bleiben. Das ist jetzt mal unsere Devise. Wobei, die Münze haben wir bis jetzt immer eigentlich problemlos bekommen. Das sollte doch keine große Schwierigkeit sein, die dann auch in der dritten Runde hier einzusammeln. Und gleichzeitig in Führung zu bleiben. Wieso ist nicht jetzt noch nicht das Rennen vorbei? Weil dann hätten wir noch nicht alle Münzen und wir würden keinen Goldballon bekommen. Und das wollen wir ja natürlich auch nicht. So, jetzt müssen wir darauf achten. Die Münze sieht man nämlich relativ spät erst. Ah, das war jetzt kein perfekter Versuch. Aber wir haben sie und wir kommen als Erster aus diesem Tunnel raus. Und jetzt heißt es nur mehr, als Erster durch die Ziellinie zu fahren. Bleiben wir hier lieber mal unten und holen uns die blauen Ballons. Einen Turbo haben wir noch, den wir jetzt zünden werden. Und hier dieser blaue Ballon ist wichtig. Vielleicht schaffen wir es jetzt hier endlich zu gewinnen im Raumhafen Alpha. Und das sieht gut aus. Die Gegner sind uns zwar relativ knapp an die Pelle gerückt, aber wir haben es gerade noch geschafft. Und somit haben wir Ballon Nummer, ich glaube es ist 45. Sind sogar schon um einen weiter. Und jetzt gibt es nur mehr eine Welt, die wir noch nicht gespielt haben. Es ist also auch noch unsere Aufgabe, alle Münzen in der Sternenstadt zu bekommen. Weiß gar nicht, vielleicht kann man sich hier bei dieser Vorschau schon ein wenig ansehen, wo es die Münzen zu sammeln gibt. Aber bis jetzt habe ich noch keine gesehen. Versuchen wir es einfach mal. Im Notfall müssen wir noch den ein oder anderen Versuch dranhängen. Das ist jetzt wie gesagt die allerletzte Runde. Aha, hier habe ich bis jetzt noch gar nichts gesehen. Das war die blöde Stelle, wo wir mit Drumstick immer hier hinausgefallen sind. Und das geht uns jetzt auch so. Da starten wir lieber gleich mal neu. Und lassen dieses Turbofeld lieber aus. Denn das ist eher eine Falle, glaube ich. Da geht man ein großes Risiko ein, hier hinunterzufallen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir bleiben hier lieber auf der Strecke. Und sammeln alle Coins ein. Aber bis jetzt habe ich noch gar nicht viel gesehen. Ah, hier ist ganz links eine. Ah, hier, ich habe mir schon fast gedacht, dass die hier in den Kurven versteckt sein werden. Aber zum Glück sind wir jetzt mit Didi unterwegs. Mit dem ist es hier ein leichtes Unterfangen, hier um die Kurven rumzudriften. Und zwar jetzt einige Positionen eingebüßt. Aber ich denke, dass wir das noch schaffen können. Irgendwo haben wir eine Münze übersehen. Aber schauen wir mal, ob wir die nicht vielleicht in der zweiten Runde noch einsammeln können. Und dann müssen wir natürlich auch noch ein paar Positionen gut machen. Denn als Dritter oder was auch immer können wir natürlich nicht über die Ziellinie fahren. Ich glaube, irgendwo hier auf der rechten Seite war die. Ja, jetzt haben wir alle. Jetzt heißt es nur mehr mit Vollgas durchs Ziel. Schauen wir mal, hier ist Pipsi momentan an erster Stelle. Bis jetzt hat es noch kein Fahrer geschafft, sich wirklich abzusetzen vom restlichen Fahrerfeld. Wir zwar leider auch nicht, aber wir können es trotzdem noch schaffen. Sind jetzt hier am Beginn der dritten Runde ganz knapp hinter Pipsi, die, wie ich finde, in diesen Welten hier im Future Funland immer im Top-Fahrerfeld ist. Scheint so, als wäre die bei den kurvigen Strecken, dass ja eher ein Fahrer der Klasse leicht ist, mit Top-Handling und auch guter Beschleunigung, als hätte sie hier einen enormen Vorteil. Aber wir lassen uns hier natürlich nicht unterkriegen und sind schon knapp vor der Ziellinie, wenn wir jetzt hier nicht einen blöden Fehler begehen, so wie oft schon kurz vorm Ziel. Dann können wir es noch schaffen. Nein!
Da machen wir lieber gleich mal einen Neustart. Wir haben ja jetzt schon ein paar Münzen gesehen, wo die so liegen. Über diesen zweiten Turbo auf der rechten Seite bei dieser doch etwas heikeligen Passage fahren wir lieber nicht über das Turbofeld. Lassen das schön aus. Wir haben zwar jetzt die Münze leider auch nicht bekommen, weil sich Bumper uns in den Weg gestellt hat und uns so dämlich weggeschubst hat. Ah, und ich habe es mir schon gedacht, dass die Entwickler hier ganz lustig waren und hier viele Münzen bei dieser extrem kurvigen Passage platziert haben. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Mit Didi sind wir hier eh ganz gut bedient. Und wir haben jetzt zwar zwei Münzen noch nicht gesammelt, aber die werden wir jetzt sehen. Gesehen haben wir sie ja schon. Und hier jetzt... ganz knapp. Wir wären jetzt hier fast rausgefahren. Ich wollte eigentlich gar nicht über das Turbofeld. Aber wieder mal war das Turbofeld schneller als wir. Und wir konnten nur mehr reinfahren. Hier irgendwo muss jetzt auch noch eine Münze sein. Hier ganz draußen. Und jetzt ist auf einmal Drumstick ganz vorne. So, wir müssen jetzt am Beginn gleich hinter dem Turbofeld die Münze einsammeln. Und dann auch noch Drumstick überholen. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass Pipsi hier jetzt wieder an erster Stelle sein wird, dass sie ja bei den kurvigen Strecken einen riesen Vorteil hat, aber es schaut so aus, als wäre hier jetzt Drumstick mit seinem Topspeed doch etwas schneller, aber jetzt haben wir ihn überholt. Wenn wir jetzt hier diese kurvige Passage fehlerfrei durchfahren, dann steht zwischen uns und dem letzten Goldballon gar nichts mehr. Holen wir uns hier jetzt lieber das Turbo-Item. Letzte Kurve. Und wir haben ihn. Platz 1 hier in der Sternenstadt. Und somit haben wir Ballon Nummer 47 eingesammelt. Das lässt sich doch wohl mal herzeigen. Und jetzt können wir den Endboss Whispeak herausfordern. Wollen wir das schon? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass wir vorher nochmal das Trophy Race angehen werden. Jetzt dreht der Typ nämlich komplett durch. Naja, versuchen wir es wenigstens einmal. Er nimmt uns also nach wie vor nicht besonders ernst. Schauen wir uns die Strecke wenigstens mal an und machen dann vielleicht noch das Trophy Race. Aha, er macht auf jeden Fall schon mal keinen Turbostart. Und wir sind hier von Beginn an schon Erster gewesen, aber jetzt natürlich wieder hinten. Und ich muss auch sagen, ich kenne diese Strecke überhaupt nicht. Habe also keine Ahnung, ob es hier irgendwelche Tricks gibt. Es ist auf jeden Fall so, dass uns seine Raumschiffe wie wild abschießen. Hier jetzt wieder eine extrem schmale Tunnelpassage. Ah nein, das. Ich glaube, hier muss man sich wieder dezent drauf vorbereiten. Der Typ ist ja jetzt schon wieder so weit vorne. Hier wird wieder geballert, was das Zeugs hält. Ich glaube, hier müssen wir außen rundherum. Habt ihr das gesehen? Das war, glaube ich, der Thron von Whispeak. Sieht jedenfalls so aus wie ein Thronsaal. Wir sind zwar für das, dass das erst der erste Versuch ist, gar nicht so schlecht dabei. Und ich glaube, mit Didi ist man hier auch nicht so schlecht bedient. Aber hier, diese Fehler. Nein, wir lassen das jetzt für den Moment mal. Probieren es lieber später nochmal. Ah, jetzt hat... Ich wollte nicht auf Neustart drücken, sondern zurück zur Halle. Denn wir möchten jetzt ja mal sehen, ob wir hier auch das Trophy Race in Angriff nehmen können. Jetzt haben wir gerade so viel Übung bei den normalen Strecken von Future Funland.
Und jetzt schauen wir mal, ob die Konkurrenten hier bei dieser Welt jetzt um einiges schneller sind, als sie es bei den vorhergehenden Versuchen waren. Was war das jetzt? Und ich glaube ja, sie sind um einiges schneller. Gelbe Charakter, ich glaube, das ist Bumper, ist jetzt schon ganz schön weit vorne. Na, wenigstens fliegen sie hier ein wenig in die Stromschnellen hinein. Wobei, das sind ja keine Stromschnellen, das sind irgendwelche elektrischen Strahlungen. Und wir haben jetzt hier allen Ernstes schon Probleme, nicht den Anschluss zu verlieren. Vielleicht sollten wir das wiederum mit Drumstick probieren. Weil jetzt sind ja wieder keine Münzen im Spiel. Und mit dem Typen waren wir ja beim vorigen Versuch so bravourös unterwegs. Aber mal sehen, vielleicht können wir es ja noch schaffen. Wir sind jetzt erst in der ersten Runde. Mit klugem Item-Einsatz und fehlerfreien Fliegen haben wir hier auf jeden Fall noch eine reelle Chance zu gewinnen. Auch wenn der erste schon wieder wahnsinnig weit vorne ist, was ich nicht verstehen kann. Jetzt werden wir hier wieder abgeschossen. Ich weiß nicht, der gelbe Charakter Bumper ist jetzt schon wieder so weit vorne. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich das noch ausgehen wird. Wechseln wir lieber den Charakter. Ich glaube, es ist eine gute Idee, hier auf Drumstick zu wechseln und dann das Ganze mit ihm nochmal zu versuchen. Wir brauchen hier den vollen Topspeed beim Trophy Race. Und nachdem wir beim letzten Mal mit Drumstick hier so erfolgreich waren, habe ich mir gedacht, wir schnappen uns jetzt bei diesem Versuch auch lieber den Hahn. Weil Didi ist hier eindeutig zu langsam. Er ist zwar wahnsinnig gut, wenn es um die Kurvenlage geht. Deshalb haben wir mit ihm auch ohne weiteres alle Silvercoins einsammeln können. Aber hier beim einfachen Rennen gegen unsere Konkurrenten hat er nicht viel drauf. Aus dem Grund habe ich jetzt schnell mal auf Drumstick gewechselt, mit dem wir hier jetzt schon viel weniger Probleme haben. Ich muss mich jetzt natürlich wieder schnell an die Steuerung von diesem Gockelhahn gewöhnen. Die ist jetzt wieder um einiges träger. Mit Didi kommt man hier durch den Tunnel auf jeden Fall besser durch. Aber dafür ist Drumstick um einiges schneller. Und wir sind im Vergleich zur letzten Runde jetzt schon viel besser unterwegs. Und ich glaube mit ihm, das war eine gute Wahl, dass wir gewechselt haben. Denn mit ihm geht es hier viel frustfreier und einfacher an der Spitze zu bleiben. Die Gegner haben ja hier gegen uns überhaupt keine Chance. Wobei hier haben wir die Kurve jetzt etwas zu lax genommen. Und wären jetzt hier fast gegen das Hindernis geflogen. Aber zum Glück kann man hier durch diesen komischen Turm durchfliegen. Und wir haben die Abkürzung oder besser gesagt den unteren Weg genommen. Und sind nach wie vor auf Platz 1. Hier im ersten Rennen. Mir gefallen auch die Soundeffekte von Drumstick wahnsinnig gut. Jetzt leider die Turborakete eingetauscht gegen einen Magneten, wobei da können wir uns im Fall der Fälle wieder an jemand anderen ranziehen. Oder nehmen wir uns lieber hier gleich den Turbo. Also hier ist es jetzt gar nicht so schwierig, an der Spitze zu bleiben. Wir können uns zwar hier jetzt beim Trophy Race wieder einmal einen zweiten oder dritten Platz ohne weiteres erlauben. Solange wir in der Gesamtwertung in Führung bleiben, ist das kein Problem. Aber natürlich ist es nicht schlecht, wenn wir gleich hier jetzt beim ersten Rennen gewinnen. Was wir auch gemacht haben. Also Drumstick ist hier der Mann fürs Grobe. 9 Punkte nach dem ersten Rennen, das kann sich auf jeden Fall mal sehen lassen. Und deswegen schauen wir gleich, wie es weitergeht auf der nächsten Strecke. Ich habe gerade gesehen, auf Deutsch heißt Future Funland Übermorgenland. Heißt zwar komplett was anderes, aber ist auch kein schlechter Name dafür, finde ich. Diese Strecke haben wir eh gerade erst mit den Silver Coins einige Male probieren müssen, denn hier hatten wir sogar mit Didi erhebliche Probleme.
Aber hier mit Drumstick sollte es gehen, auch wenn wir jetzt wieder von fast allen Fahrern überholt worden sind. Wir sind von allen Fahrern überholt worden. Hier ist er vielleicht doch nicht die beste Wahl. Aber im Topspeed, wie man sieht, ungeschlagen. Wir werden es schon wieder irgendwie schaffen, uns zurück an die Spitze zu kämpfen. Momentan sind ja noch alle Fahrer relativ nahe beieinander. Und aus welchem Grund auch immer, wir sind hier aus dem Looping als Erster rausgekommen. Und das sagen wir natürlich, nicht Nein dazu. Hier wechseln wir mal auf einen Turbo. Das war jetzt vielleicht nicht das beste Fahrmanöver. Hier mit Drumstick haben wir wieder erhebliche Probleme, um die Kurven rumzukommen. Und hier leider jetzt, das hat uns jetzt wehgetan. Jetzt sind wir wieder Achter. Man sieht also ein kleiner Fahrfehler und schon geht's wieder bergab mit einem. Müssen wir jetzt bei den Loopings wieder als Erster rauskommen. Ich weiß nicht, wie wir das zuerst gemacht haben, aber nach den beiden Loopings waren wir hier auf einmal wieder Erster. Das hat jetzt wehgetan. Diese Blase ist der größte Scheiß überhaupt. Die kostet einem so dermaßen viel Zeit, dass man eigentlich das Rennen neu starten müsste. Können wir aber jetzt nicht, weil wir ja sonst die Punkte vom ersten Rennen auch verlieren würden. Schauen wir einfach noch, ob wir noch ein oder zwei Plätze gut machen können. Das ist jetzt natürlich total ärgerlich. Wir waren am Ende der ersten Runde so schön auf dem ersten Platz und sind hier jetzt nur Sechster. Ich glaube, wenn wir Sechster abschließen, bekommen wir keinen einzigen Punkt. Also das darf wirklich nicht sein. Weiß zwar nicht, welcher Charakter, ich glaube Diddy war es, der zuerst gewonnen hat, und der Typ ist jetzt auf dem letzten Platz, also das wäre kein Problem, aber trotzdem kann sich das nicht sehen lassen, da werden wir bestimmt von jemand anders überholt. Timba ist jetzt zum Glück hier in die Seifenblase hineingefahren und Platz 4 ist jetzt schon um einiges besser. Zwar leider auch nicht perfekt, aber wir schauen uns jetzt mal die Punktevergabe an. Hoffentlich sind wir noch auf Platz 1. Wir haben 3 Punkte bekommen. Hier hat jetzt Pipsi gewonnen. Und wir sind nach 2 von 4 Rennen noch immer auf Platz 1. Sogar mit 3 Punkte Vorsprung.